zusammen, ich bin's Anna. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Antriebsstörungen und was man dagegen tun kann und so, was mein Weg auch ist, damit umzugehen, weil es ist absolut okay, die zu haben. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, da so ein bisschen auf Rücksicht zu nehmen, würde ich euch empfehlen, das zu machen, so gut es irgendwie geht, weil wenn ihr darauf keine Rücksicht nehmt und einfach durchzieht, obwohl es euch nicht gut geht und ihr keine Energie habt, das holt euch ganz, ganz schnell wieder ein und es könnte sein, dass ihr wirklich wieder einen richtig krassen Abfall habt in der Leistung und auch in der Stimmung und in allem, was ihr so tut. Zuallererst, warum hat man Antriebsstörungen? Also, dass man halt so antriebslos ist, dass man halt keine Energie hat, dass man am liebsten nur schlafen würde oder sich nur ausruht, nur hinlegen und Videos schauen oder wie auch immer. Warum hat man das? Also erst einmal durch Krankheiten wie Depressionen, eine bipolare Störung, Borderline, Schizophrenie, verschiedenste psychische Erkrankungen, hat man halt Antriebsstörungen. Und die können auch chronisch sein. Erschöpfungssyndrom ist auch noch, da kann man auch Antriebsstörungen haben. Das kann man auch, zum Beispiel, ich habe das bei jemandem auf YouTube gesehen, die Person hatte eine Krebserkrankung und hatte dann so ein chronisches Erschöpfungssyndrom, dass man auch halt Tage hat, wo man viel schafft und Tage halt hat, wo man halt fast gar nichts schafft, weil man halt einfach keine Kraft hat. Das ist dann halt wegen was Körperlichem ist das dann ausgelöst worden. Und bei der psychischen Erkrankung ist es ja auch eigentlich etwas Körperliches, weil im Gehirn die Stoffwechselvorgänge nicht richtig funktionieren und deshalb man das halt hat. Also eigentlich sind psychische Erkrankungen auch, haben meistens auch irgendwie eine körperliche Ursache in den Hormonen und in den Gehirnstoffwechsel und so weiter und so fort mit den ganzen Botenstoffen. Also ich würde auch behaupten, dass psychische Erkrankungen auch quasi eine körperliche Ursache haben. Ich bin kein Arzt und das ist vielleicht auch nicht mega wissenschaftlich, aber ich finde das immer blöd, dass manche Menschen halt immer sagen, ja, das ist ja nur Psyche, da kann man einfach mal einfach rausgehen, geh doch einfach mal raus, dann wird das, oder steh doch einfach mal früher auf, geh doch mal früher ins Bett. Ja, man kann probieren, früher ins Bett zu gehen und früher aufzustehen. Dazu eine Anekdote von heute. Ich bin heute gestern Abend relativ früh ins Bett gegangen, weil ich auch früh aufstehen wollte. Ich glaube so 0 Uhr oder um 0 Uhr rum wollte ich ins Bett gehen. Hat nicht so geklappt mit dem Schlafen, also bin ich wieder auf die Couch gewechselt. Dann habe ich die ganze Nacht auf der Couch geschlafen, war dann heute Morgen um 7, 8 Uhr oder so wach, habe mir ein bisschen Eis in die Futterluke reingeschaufelt und ich habe dann weitergeschlafen und dann wäre eigentlich um 9.30 Uhr der Arzttermin. Ich habe dann da angerufen und habe den Termin abgesagt oder verschoben eher auf einen anderen Tag. Weil es hätte einfach nicht gegangen. Ich hätte in diesem Zustand, weder wollte ich so Auto fahren, noch wollte ich so aufstehen. Und dann bin ich wirklich noch bis, glaube ich, 13.30 Uhr, habe ich dann auch tatsächlich noch geschlafen. Weil ich brauchte das. Mein Körper kann nicht gut früh aufstehen. Mein Körper signalisiert mir sehr, sehr krass, dass das nicht cool ist, was ich hier mache. Und wenn ich früher aufstehe und zum Beispiel auch schon mal irgendwas gucke, ich schlafe sofort wieder ein. Gar kein Problem. Ich schlafe immer sofort wieder ein. Ich kann mich nicht wach halten dann. Egal was ich mache, ich kann mich einfach nicht wach halten. Die einzige Möglichkeit ist, wach zu sein, wenn ich dann sofort schaffen sollte zu duschen, was dann auch nochmal schwierig ist in diesem Zustand. Und dann sofort irgendwie rausgehen, irgendwo hinfahren. Dann keine Möglichkeit haben, mich irgendwo hinzulegen. Dann könnte ich es schaffen, wach zu bleiben, aber ansonsten keine Chance. Und das ist auch nicht gut, weil am nächsten Tag schlafe ich dann umso länger, weil ich dann noch erschöpfter bin. Und diese Erschöpfung, also die kann auch körperliche Ursachen haben. Ich habe anscheinend eine Schilddrüsenunterfunktion, deshalb sollte ich zur Hausärztin und das lasse ich auch noch behandeln. Es kann auch daran mitliegen, aber es liegt aber auch an der bipolaren Störung, die ich halt habe. Und das ist, wird mich auch nicht loslassen. Ich werde immer wieder diese Phasen haben. Und das mit den Ausschnitten habe ich auch schon jetzt locker über einem Jahr oder noch länger. Fast durchgängig, wenn ich mal eine Woche schaffe, früh aufzustehen. Das habe ich ja für ein Video einmal gemacht. Ich weiß auch nicht, wie ich das hinbekommen habe. Und dann danach war aber auch Schluss. Und danach war ich so fertig, dass ich danach noch später die Woche aufgestanden bin. Das heißt, was lernen wir davon, dass wir nicht gegen unseren Körper arbeiten sollten. Ich stelle mir zum Beispiel keinen Wecker mehr, außer ich muss, weil ich irgendwelche Termine habe. Ich habe es heute auch diese Woche auch geschafft, einen 12 Uhr Termin wahrzunehmen, aber um 9.30 Uhr war einfach viel zu früh für mich. Und ich war ehrlich, habe den abgesagt, habe den verschoben. Ist ja nicht schlimm, ich habe nächste Woche dann einen Termin.
Und ja, also vor 11 Uhr Termine machen bei mir, das ist absolut schlimm für mich, absolut furchtbar. Und das geht nur unter krassen Bedingungen. Zum Beispiel beim Blutabnehmen muss ich manchmal früher hin. Das kriege ich dann vielleicht auch noch hin, aber auch nur, weil ich mich danach mit irgendwas belohne. Und das, weil ich danach noch schlafen werde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Blutabnehmtermin habe um 10 oder 9 Uhr, dann schlafe ich halt danach noch. Und diese Antriebsstörung ist halt, dass man halt einfach keine Energie hat. So die erste Stunde am Tag, jetzt ist es ungefähr, weiß nicht, 15.20 Uhr ist jetzt. Jetzt habe ich wieder relativ viel Energie, weil ich halt schon gegessen habe, ein bisschen wach bin, ein paar Stunden. Dann geht es wieder mit dem Antrieb, dann habe ich einigermaßen viel Antrieb. Aber wenn ich dann wiederum was mache, also wenn ich nur die kleinsten Kleinigkeiten kann schon dazu ausreichen, dass ich schon wieder keine Energie habe und dann ein bisschen wieder schlafen würde. Das kann auch passieren. Ich probiere mich dann aber tagsüber immer wach zu halten und dagegen so ein bisschen anzugehen, weil ich halt auch Sachen zu tun habe, jetzt auch selbstständig bin. Das heißt, ich muss halt irgendwas tun und nur rumliegen ist halt vielleicht ein Tag ganz cool, aber ansonsten, ich muss halt auch irgendwas machen. Das tue ich auch. Gerade abends, ich probiere auch immer live zu gehen und so, das klappt doch alles soweit. Klar, manche Tage sind schwieriger für mich, manche Tage sind weniger schwierig für mich. Ja, ich gebe da echt mein absolut Bestes. Also mein Tipp ist da, am besten auch so viele positive Aktivitäten wie möglich einzuplanen. Ich gehe zum Beispiel heute noch schwimmen. Schwimmen gehen ist auch immer ganz cool. Das ist zwar auch körperlich anstrengend, aber das geht gut für den Kopf und dann ist man halt in Bewegung. Und dann kann man auch umso besser auch am Abend halt auch einschlafen. Aber heißt nicht, dass ich heute vor 1 Uhr oder so ins Bett gehe. Das ist eher unwahrscheinlich. Aber ja, das ist halt leider so. Ein Fazit von diesem Video ist einfach ganz klar, dass man halt gegen Antriebsstörungen nicht viel machen kann. Es gibt immer eine Ursache. Man kann sich fragen, warum das so ist und gucken, ob man irgendwie zu viel gemacht hat die Tage, ob man da die Belastung einfach reduzieren muss. Aber wenn man, leider haben viele Leute nicht wirklich viele Möglichkeiten, als früh aufzustehen, obwohl es halt vielleicht auch gegen den Biorhythmus ist, weil sie halt um die Uhrzeit X arbeiten müssen. Wenn ich um 6 Uhr morgens anfangen müsste zu arbeiten um 8 Uhr, ganz ehrlich, keine Chance, gar keine Chance, würde ich nicht schaffen, auf gar keinen Fall. Und es gibt, ich habe auch größten Respekt für jeden, der es kann. Ich konnte es auch mal, aber mit der Erkrankung ist es einfach nicht möglich. Und ich kann auch tun, was ich möchte und probiere meinen Schlafrhythmus umzustellen, was ja gar nicht geht wegen ganzen Streams, die ich auch abends habe. Das heißt, es ist okay. Ich habe mich damit angefreundet. Das ist jetzt mein neuer Schlafrhythmus. Und ich finde es cool, ist okay. Ist zwar mega nervig, dass man nicht so viel tagsüber schafft, sondern eher nachts mehr schafft. Aber jetzt wird es auch noch länger hell. Das heißt, es ist weniger schlimm, dass man halt erst manchmal um 2 Uhr aus dem Bett kommt. Was auch nicht immer Regel ist, manchmal auch vor 12 Uhr. Aber das ist halt so, sind so meine Zeiten. Und ich kann machen, was ich möchte. Wenn ich dagegen ankämpfe, was ich euch wirklich nicht empfehle, dagegen anzukämpfen, so krass gegen anzukämpfen, so ein bisschen schon, dass man irgendwas tut, dass man probiert, nicht den ganzen Tag im Bett zu liegen und nichts zu machen oder auch nur auf dem Handy rumzudrücken, kann ich absolut nachvollziehen, dass man da was machen kann. Aber so Antriebsstörungen im Sinne von, dass man nicht aufstehen kann, das kann das absolut auch nachvollziehen. Aber wenn ihr könnt ein bisschen dagegen angehen, dass ihr halt probiert, so Kleinigkeiten vielleicht zu tun, die gut für euch sind und euch nicht zu sehr unter Druck setzt, das ist auch nochmal wichtig. Ich setze mich da auch mal voll unter Druck, wenn ich so einen Tag habe, wo nichts geht, dann habe ich sofort katastrophalisierendes Denken, dass ich da gar nichts hinbekomme, was soll das, wie soll ich so weiter irgendwie alles machen, ich kriege ja gar nichts hin, ich habe nichts hinbekommen. Das sind so Gedanken, die halt kommen und warum mache ich mich selbstständig, wenn ich halt so krank bin, das kommt auch dann manchmal solche Gedanken. Das ist halt tatsächlich meine einzige Möglichkeit, die ich gerade sehe, weil ja, ich nicht für irgendwelche anderen Menschen gerade auch einfach arbeiten kann, zu der Uhrzeit XY immer fit zu sein, weil das halt momentan sehr variabel ist. Und wenn ich sehr schlechte Tage habe, stehe ich auch erst um 16 Uhr auf. Passiert, ist nicht schlimm, ich probiere das zu akzeptieren und probiere euch auch zu sagen, dass es okay für euch sein sollte und euch das so ein bisschen halt abhole, dass das halt einfach absolut legitim ist, das zu machen und zumindest zu probieren, ein bisschen was zu machen am Tag, auch wenn es nur gute Aktivitäten sind, nichts, was irgendwie euch sehr krass belastet, dass ihr zumindest rausgeht, euch wäscht oder so, und euch duscht, wenn es irgendwie geht. Ich meine, es gibt ja nochmal richtig krasse Antriebsstörungen, die bleiben wirklich den ganzen Tag im Bett liegen. So schlimm ist es bei mir Gott sei Dank nicht.
Aber da könnt ihr auch einfach nur die Menschen unterstützen. Ich möchte da auch immer Aufmerksamkeit an eurer Seite, unterstützt die Menschen, fragt, ob man irgendwas Gutes tun kann, ob man denn irgendwie Essen irgendwie machen soll oder ob man irgendwie mal kurz vorbeikommt zum Reden, einfach da sein oder einfach nur zuhören. Das ist auch ganz wichtig, weil das ist alles krankheitsbedingt. Ich habe mir nicht ausgesucht, dass es so ist und ich kann da auch nicht viel tun. Ich habe auch überlegt, ob das irgendwie sinnvoll ist, auch in die Klinik zu gehen. Tatsächlich habe ich auch überlegt. Ich bin zum Schluss gekommen, dass es nicht wirklich viel sinnvoll ist, weil nach der Klinik werde ich eh wieder den gleichen Schlafrhythmus haben. Und ich glaube nicht, dass es auf Dauer irgendwie gehen kann. Ich hoffe, dass es besser wird, wenn ich halt nochmal die Schilddrüsentabletten nehme. Es kann sein, dass es da dann auch nochmal besser wird, dass ich vielleicht schon um 10 Uhr aufstehen kann. Das wäre so ideal. Haben wir halt ein bisschen mehr vom Tag, kann ich bessere Sachen planen, wie zum Beispiel auch so Vlogs und längere Spaziergänge, wo es dann auch die ganze Zeit hell ist. Aber bitte verurteilt Menschen nicht, die solche Antriebsstörungen haben. Und das ist halt krankheitsbedingt bei den meisten Menschen wegen irgendwas. Es kann auch wegen körperlichen Krankheiten sein. Es gibt dieses Erschöpfungssyndrom. Das ist nochmal eine Nummer schlimmer, glaube ich, für Antriebsstörungen. Ich kenne mich da auch nicht 100% aus. Auf jeden Fall, ich möchte euch mit diesem Video ganz klar sagen, dass es halt absolut okay ist, wenn ihr Antriebsstörungen habt. Vielleicht ein bisschen probiert, dagegen zu wirken, dass ihr halt schafft, aus dem Bett zu gehen, dass ihr zumindest das probiert. Aber wenn es halt nicht geht, dass ihr dann euch halt auch nicht fertig macht. Das ist mir nochmal ganz klar wichtig, euch zu sagen, dass es halt einfach nicht keine Sache ist, die man sich aussucht, dass es keine Sache ist, die irgendwie auch angeboren ist, dass es keine Faulheit, ah, ich habe keinen Bock, sondern nein, man kann tatsächlich nicht. Das ist so, als würde eine unsichtbare Kraft im Bett behalten und denken so, ich kann nicht aufstehen, ich habe einfach keine Energie. Ich wünsche das niemanden, auch nicht meinen schlimmsten Feind würde ich das wünschen, dass er so eine krasse Antriebsstörung hat, dass man halt wirklich so spät immer zum Bett kommt. Und ich kann da machen, was ich möchte. Ich kann meine Medikamente nehmen. Die helfen trotzdem nicht gegen dieses Problem. Ich muss damit irgendwie erstmal leben. Ich weiß nicht, ob das jetzt für immer so ist oder ob das besser wird. Wie gesagt, wegen Schilddrüse und so. Es kann sein, dass es besser wird. Ich nehme euch da mit. Aber diese Antriebsstörungen, die haben mir auch teilweise auch den Job, den ich davor hatte, gekostet. Es kann halt auch echt schlimme Konsequenzen haben für einen Menschen. Was für mich halt nicht so schlimm ist wie für manche andere Menschen, weil ich mich halt so oder so selbstständig machen wollte. Aber das ist ein anderes Thema. Habe ich ja schon 2 guten Videos erläutert. Könnt ihr gerne angucken. Ist auf meinem Kanal zu finden. Das kann ich euch auch mal hier unten nochmal in der Videobeschreibung verlinken, die beiden Videos. Ganz interessant, einmal der berufliche Werdegang und einmal, was mich meine Arbeit quasi gekostet hat, also warum ich halt da gekündigt worden bin, auch wegen der Erkrankung und so und auch wegen der Antriebsstörung. Und deshalb auch nochmal das Video, weil ich gestern richtig schlimme Antriebsstörung hatte, habe ich erzählt, ich glaube, ich habe fast gar nichts hinbekommen, ich habe nur ein bisschen gestreamt, aber auch das hat auch sich nicht richtig angefühlt, weil es einfach nicht gut drauf war. Am Ende ging es dann einigermaßen wieder, war ich schon ganz bisschen besser drauf, aber es ist halt echt nicht einfach für mich, alles hinzubekommen. Und auch viele Menschen ist es nicht einfach, mit den Erkrankungen alles hinzubekommen. Und ich möchte einfach, dass ihr das seht und anerkennt und nicht sagt, oh mein Gott, die sind faul. Das ist keine Faulheit, das sind Antriebsprobleme. Und wie gesagt, es geht halt echt sehr schlimm, dass man halt Menschen, die man echt nicht aus dem Bett bekommt, egal was passiert, die gehen nicht aus dem Bett und die können nicht aus dem Bett kommen. Und es gibt halt Menschen, die schaffen es noch irgendwann aus dem Bett zu kommen, aber halt erst ziemlich spät und brauchen dann halt mehrere Stunden zum warm werden, dass man überhaupt was hinbekommt. Und ich muss eigentlich bis 4 Uhr alles geschnitten haben, das ganze Material und so. Das ist wirklich alles sehr, sehr knapp bemessen von der Zeit, weil es halt einfach nicht anders geht momentan bei mir. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem natürlich Freude an diesem Video und euch noch einen wunderschönen Tag. Da könnt ihr meinen Kanal abonnieren, um keine meiner weiteren Videos zu verpassen. Ich werde mich auch weiterhin mit psychischen Erkrankungen hier auseinandersetzen und euch informieren. Und da könnt ihr noch ein weiteres Video von mir sehen. Würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Auf Anna, haut rein. Ciao.